Ich wünsche einen wunderschönen guten Tag. Wir sind bei 7 Days. Und wenn ihr es heute hier bei uns zu Hause weitermachen, die Horde hat ja wunderbar geklappt. Die Hordenbase können wir weiterhin benutzen, das ist alles kein Problem. Ich muss allerdings noch einmal kurz hin, bevor wir hier weitermachen. Ich habe vergessen, letzte Folge, obendrauf den Generator auszumachen. Das ist der Leer bei der nächsten Horde. Das muss ja nichts sein. Und hier wollen wir so einiges tun. Draußen die Landschaft anpassen, dass es hübscher aussieht, die Schusswaffen richtig hinmachen und so weiter und so fort. Nur das hier muss einmal sein. Wir wollen ja nicht, dass hier unnötig Sprit verbraucht wird. Das ist nicht schön, das ist nicht gut. Ich meine, wir haben genug, aber trotzdem, das muss ja nicht sein. Wo haben wir denn die Leiter? Leiter ist hier. Okay, das kriegen wir hin. Moment. Da brauche ich jetzt nicht neu ranbauen. Machen wir einmal so. Zack. So, das Ding ist da. Lüfte nämlich noch alles. So, mal raus. Das ist sehr schön. Haben wir das Thema hier erledigt. Und wir können ohne Probleme jetzt bei uns weitermachen. Lass mich doch mal hoch da. Dankeschön. Leider runter. So, den nehmen wir wieder mit. Und wir marschieren nach Hause. Und machen da weiter. Da muss ich jetzt nochmal kurz gucken. Ich bin noch nicht so ganz zufrieden mit dem, was wir gemacht haben. Ich will das zwar schon alles auf die Ebene der Einfahrt haben. Das bleibt auch so. Aber mir gefällt das noch nicht mit den Beeten, die da am Haus stehen. Die sind mir zu hoch. Muss mal kurz googeln, wie das am besten machbar ist. Sollen wir ein bisschen ausprobieren? Und mal gucken, als Grundstück nehmen wir wahrscheinlich die Grenzen unseres Gebietsschutzblocks. Ja, das sollte auch gehen. So, und zwar das hier. Das ist mir einfach zu hoch da oben. Das Ganze werde ich wahrscheinlich ein weiter runtersetzen. Ich war auch erst überlegen, den Eingang umzubauen, aber dann müssen wir das hier, damit symmetrisch ist, auch schmaler machen. Ah, das will ich eigentlich ungern. Ich glaube, das werde ich hier so lassen, aber es muss alles ein weiter runter. Definitiv. Das ist mir hier zu hoch. Das sieht sonst nicht aus. Das werden wir auch als erstes machen. Die Beete da unten nicht hinsetzen. Na, warte mal, bevor ich jetzt abbaue. Können wir einmal kurz googeln, ob wir überhaupt neue Beete bauen können, ne? Weil die, das waren ja nicht unsere, die werden kaputt gehen. Die können wir nicht behalten. Beete. Beete, Beete, Beete. So, nehmen wir verfolgen. Was sollten wir eigentlich alles am Start haben? Gammelfleisch müsste aber kochen drin liegen. Jo, jo, also da geizt es jetzt nicht. Dann nehmen wir ein bisschen die Trout mit. Haben wir auch dezent ein bisschen. Und das sollten wir auch haben. Jo. Gut, das machen wir in der Werkbank. Ich inzwischen fertig. Jo, seste mal. 120 Stück kriegt er hin. Das ist eine Menge. Die kann er aber auch gerne machen. Hoffentlich die passen. Wie hoch stapeln die? Ich weiß es nicht. Wenn wir es sehen. So, einmal kurz ein paar Kuchen rein. Rest Gammelfleisch wieder raus. Und Nitrat raus. 120 Beete sollten erstmal reichen. So, die nehmen wir auch einmal raus. Dann gehen wir auf jeden Fall auf Nummer sicher. Und wir, ne, wir wollen hier anfangen. Machen hier weiter. Definitiv. Unten müssen wir ja auch noch weitermachen. Also, wir haben unsere eigene Bude viel zu sehr vernachlässigt. Viel zu sehr, sehe ich ganz ehrlich. Gut, wir werden jetzt hier einmal wieder die Blöcke weghauen. Ich weiß, Verschwendung, aber geht nicht anders. Okay, ich bin jetzt wohl nicht ganz fertig, aber wir kriegen gerade eine Uschi. Hallöchen. So, und hörte sich so an, als hat die Dame geschrien. Jo, da kommen sie schon. Nur der eine? Ah, da kommen auch welche. Okay. Kümmern wir uns erstmal um die Herrschaften. Hallöchen, der Herr. Einen schönen guten Morgen, Zombie-Gemetzel am Morgen. Vertreibt Kummer und Sorgen. Du auch nochmal. Oh, guck mal, Ena, guck mal. Zu Feiertages kriegt er gleich Hunger. Uschi, du hast schon mal mehr gerufen. Wo sind die grünen Kollegen?
Okay, auf jeden Fall, die Zäune hier hatte ich weg. Allerdings müssen die hier vorne auch noch weg. Da kommen noch mehr. Weil da wollen wir ja wieder die anderen haben mit oben drauf. Schön. Und da müssen wir auch mal gucken. Das ist mir ehrlich gesagt zu hoch. Aber wir nehmen jetzt erstmal die hier weiter weg. Und das ist ja, wie ich sagte, die Dinger gehen kaputt, falls es nicht unsere sind. Aber hier rein kommen denn unsere. Ich meine, ich hatte noch einen gehört. Ich bin aber allerdings am Überlegen, damit sie gar nicht auf die Buddel-Idee kommen. Hier kommen die Beete hin, wo wir jetzt stehen, aber hier unten drunter auch nochmal Blöcke zu setzen. Ja, wäre ein bisschen stabiler, ne? Ja, ich glaube, werden wir auch tun. Das werden wir machen. Ist einfacher. Haben ja welche einstecken. Bruni, danke. So, den setzen wir hier einmal kurz die Blöckchen hin. Dankeschön. So, hier kommen dann die Beete rauf. Hier muss ich nochmal kurz gucken. Ich würde ja auch gerne unten die Kanten behalten. Blöcke, die oben und unten haben, gibt es gar nicht, oder? Moment. My senses have picked up something. Haben wir Wanderhäutchenbesuch? Hallöchen. Naja, alles EP. Hallo Mutti. Du lebst ja noch. So, der Herr nochmal. Loot. Din. Das kann raus. Das nehmen wir mit. Hallöchen. War das alles? Ich glaube, ich bin die Riesenwanderhorn aus der Preppo gewohnt. Die kam mir jetzt so mickrig vor. Okay. Naja, ja. Ich hätte gern ein bisschen mehr EP gehabt, aber... So, was ich jetzt gut gehen wollte... Ob es die Dinger auch beidseitig gibt. Hier haben wir sie auf jeden Fall nicht. Das muss ja, wenn schon mal Blöcken zwischenstehen. Oder waren das die mit Zielleisten? Wir brauchen, wenn schon, ganze Blöcke. Aber die oben und unten sind Dinger. Nee, denen sind das wahrscheinlich echt Zielleisten. Hier, Sockelleiste, Zielleiste. Beidseitig? Warte mal, sind die das? Ja, die gibt's. Die gibt's. Die müsste man dann quasi einmal so längs ziehen, damit wir es oben und unten haben. Jo, das kriegen wir hin. Das kriegen wir hin. Gut, dann werde ich hier auch einmal... Ich bin noch überlegen, das hier so lang zu ziehen, damit das nicht so hoch aussieht. Das kann man ja von außen ein bisschen verschönern und so. Das kriegen wir alles hin. Ja. Ich glaube, das werden wir auch so tun. Aber erstmal muss das hier trotzdem weg. Überlegen hier unten drunter auch einmal, nur wegen Stabilität. Ja, ja, die lassen wir mal so. Dann nehmen wir einmal kurz die. Ja, sicher, sicher. Auch wenn man es nachher nicht sieht, will es halt alles auch ein bisschen robuster haben. Gerade wegen den ganzen Uschis. Ziehen wir hier unten auch einmal lang. Und den... Mal gucken, Beete sollten ja auch gleich fertig sein. Zumindest die, die wir brauchen. Sehr schön. Dann können wir das hier nämlich auch einmal noch reinziehen. Genau. So, bis dahin. Dann brauchen wir jetzt die anderen. Ja. Die da meine ich. Genau, die oben und unten sind. Jetzt muss ich nochmal kurz gucken. Die sollen so lang. Ja, wenn ich die Ecke jetzt am besten mache, ist eine gute Frage. Ja, gut. Der müsste so hin. Der müsste dann so hin. Sieht ein bisschen komisch aus, aber geht nicht anders. So, die ziehen wir denn hier komplett lang. Das, die Spalte hier sieht man später nicht. So, jetzt bin ich noch überlegen. Hier, wo die Beete reinkommt, dann haben wir sie alle ein bisschen runter. Das wird ja noch angemalt. Wie wird das denn aussehen? Dann müsste ich hier ja, ne, hätte ich den da weglassen müssen. Auch reintritt so einmal lang, aber das wird hier doof aussehen, ne? Dann müsste man hier nicht so schräg rum. Ne, ne, da lassen wir was anderes einfallen lassen. Die lassen wir so, die Beete. Die hauen wir jetzt auch einmal kurz drin. Ich hoffe, er hat schon ein paar fertig.
Wen denn wir jetzt sehen? Naja, die er fertig hat, sollten auf jeden Fall reichen. So, wir sollten, ich hoffe, ich habe jetzt nicht die falschen gebaut, oben unten haben, ne? Ja. Dann kommen hier jetzt erstmal die Bilde rein, dann sind es auch unsere. Dann gibt es da auch keine Problemchen. Dankeschön. Aber das sieht natürlich... Hätte ich doch andersrum machen müssen, ne? Es ist schon merkwürdig. Wieso? Hat der hier die Kante? Bei den anderen nicht. Hier wurde mal. Der eine hier muss nochmal weg. Ich will diese Feldkante hier nicht haben. Das sieht ja furchtbar aus. Kriegen wir alle schon hin? Einen Moment. So, wurde mal. Bevor ich jetzt die Betondinger da reinbaue, will ich mal was gucken. Wenn ich hier jetzt den kopiere, gibt es auch als Holz und die Stellung kopiere und den so hinstellen würde, wäre die Kante auch nicht weg. Aber abgesehen davon, irgendwas stimmt hier auch nicht. Hier ist ja okay. Hier geht die Leiste lang, wie sie soll. Wieso denn hier nicht? Das hier vielleicht andere? Kopieren? Hier die falschen hingesetzt? Kann das sein? Ja, wie es aussieht, ja, aber hier wäre die Feldkante weg. Soll hier ja weitergehen. Definitiv. So ist die eine Ecke hier ist falsch. Aber da fällt mir auch gerade mal ein, wie kriegen wir das Ding denn hier rum? Oder ist das rundherum? Alter! Mensch! Moment. Ja, ich wollte gerade was ausprobieren, aber... Wer hat eine Uschi von hinten? Okay. Uschi ist auf jeden Fall erledigt. Schön. Denn, warte mal. Ich wollte einmal kurz den... Geht das rundherum? Nein. Wir haben aber trotzdem noch Besuch. Irgendwo. Hör ich doch. Doch, ein Turm. Und ein Turm. Problem ist jetzt, wenn ich den so hinsetze, haben wir zwar auf dieser Seite hier Leiste, aber hier denn nicht. Doch. Ach, er geht nur auf der einen Seite rundherum, auf der anderen nicht. Man muss also darauf achten, wie man ihn dreht. Ah. Okay, dann muss die Ecke hier noch einmal raus. Worauf man nicht alles achten muss. Ist ja nur die Ecke, die raus muss. So. Dann nehmen wir wieder den. Ist er jetzt richtig gedreht? Nein. So ist er richtig. Ja, das soll ja drum gehen, ne? Den nehmen wir jetzt natürlich auch wieder raus. Das war ja nur ein Test. Und der wäre so jetzt richtig. Ja, so haben wir jetzt auch das Problem mit dem Fältchen nicht mehr. Der kann natürlich wieder weg. Das war nur zum Testen. Hier kommt er sowieso natürlich richtiger Fuß von hin. Das hier geht auch noch weiter. Was mir jetzt halt auch noch nicht gefällt, ist definitiv die Höhe dieser Mauer hier. Das Problem ist, ich kann die Treppe nicht weiter runterbauen, weil dann kommt die Tür mit innen nicht mehr hin, wenn ich die Tür weiter runtersetzen würde. Es muss also so hoch. Das ist natürlich doof. Man könnte hier natürlich auch die Mauer komplett wegnehmen und eine Treppe mit Geländer bauen, aber ich glaube, das wird auch nicht besser aussehen. Natürlich kommen noch anständige Lampen ran. Aber ich glaube, das würden wir fast so lassen. Hier, den müsste ich natürlich noch austauschen gegen den, damit das weiter runter geht. Und hier vorne müssen natürlich auch anständige Blöcke vor, damit wir unsere Wassersammler erstmal wieder hinstellen können. Aber eins nach dem anderen. Ich muss den einmal kurz austauschen. Ist eh nur Cobblestone, wie es aussieht. So, den kopiere einmal den und die Stellung man verräumt. Zack. Ja, das wird ja eh angemalt. Das müsste ich echt mal ausprobieren. Das sieht aus, als wenn das alles nur Cobblestone ist. Das ist natürlich doof. Gut. Und hier, der ist hier aber auch leicht fehl am Platz. Du, das ist aber schon Betonblock. Das geht so natürlich nicht. Dem ist auch einmal ein weiter runter. Der ist so richtig, ne? Jo. Okay.
besser aussehen würde es natürlich, wenn man es hier auch machen würde, ne? Oder? Wo das hier unten ja eh extra soll. Das hier unten wird ja der Sockel. Ne, dann passt das, glaube ich, später auch. Eins nach dem anderen. So, jetzt werde ich zumindest bis hier vorne, bis zur Treppe, das auch schon mal gegen Betonblöcke austauschen. Das werden wir dann anmalen, damit wir unsere Wassersammler wieder hinkriegen. Das gibt uns mir irgendwann das Wasser aus. Also muss ich hier überall nochmal ein Stück runterbuddeln. Hier kommen dann erstmal normale Betonblöckchen hin. So, warte mal. Mach die jetzt erstmal wieder zu ganz normalen Blöckchen. Dankeschön. Wie gesagt, das wird ja alles noch ordentlich gemacht. Einfahrt und so machen wir auch noch ordentlich. Wir müssen ja aber halt irgendwo anfangen. Ne? Wir können ja nicht alles auf einmal machen. Dann malen wir das Ganze gleich an. Bevor ich es aber anmalen, muss ich ja einmal die Hauswand überprüfen. Ob das wirklich alles schon Beton ist, das glaube ich mich nicht. Dann haben wir ja später auch einen schönen, stabilen Garten. Zumindest die Wassersammler, die hier standen. Die können wir gleich wieder ausstellen. Und das ist doch schon mal schön. So. Wo ich vielleicht auch zwischendurch mal drauf achten sollte, ob noch alle Produktionen laufen, ne? Gut. Vielleicht täusche ich mich, aber ich meine, ich höre schon wieder eine Uschi. Ich glaube, ich täusche mich. So, und so sieht man es dann hier ist auch schön mit der Leiste. Das sollte vielleicht noch einmal verstärkt werden. Ja. Genau, hier müsste ich noch einmal überprüfen. Und hier, das Stück kann ich ja nicht auch mitmachen. Warte mal, Momentchen. Sieht sonst ein bisschen blöd aus. Einfahrt kommt sowieso noch extra, zumindest bis dahin. So, an Lehm können wir auch nicht klagen. Dann hauen wir rein hier. Und dann haben sie es hier auch nicht mehr so einfach mit dem Buddel. Aber mir, ich meine, das spielt ja jeder anders. Aber mir persönlich ist es halt nicht nur wichtig, dass es sicher ist. Mir ist es halt auch wichtig, dass es gut aussieht. So, den werde ich jetzt aber trotzdem einmal kurz. Die können raus. Ein bisschen Gobblestone haben wir noch, müssen wir unbedingt wieder ansetzen. Ein bisschen Beton brauchen wir. Sollte aber reichen und auf jeden Fall die Farbe, zumindest ein bisschen. Ich glaube, den Pinsel hatte ich hier mit reingeschmissen. Ja. Das muss ich wirklich auch mal überprüfen. Nützt alles nichts. Weil das bringt uns nichts, wenn ich das jetzt so anmale. Ah, das dachte ich mir. Das ist teilweise sogar noch Holz. Hier, das war schon Beton, das hier auch. Was hatte ich denn hier gemacht? Zum Teil ja, zum Teil ne. Ich glaube, es ist nur hier unten, weil hier die Beete vor waren, ne? Die haben wir alle, wie es aussieht. Ja, Alfenster habe ich vergessen, okay. Okay, Fenster machen wir gleich. Die sind alle Beton, okay. Die hier auch. Hier hatte ich Beton gemacht. Wie kann man nur so halbherzig arbeiten? Definitiv für ich hier was. Wurde mal. Ja. Ey, sag mal, Lady, bist du nicht ganz dicht, oder was? Master, we are not alone. Alter, was ist das? Wann haben die sich denn hier runtergegraben? Das habe ich ja gar nicht mitgekriegt. Einen Moment, da wollen wir gleich mal drum kümmern. Jetzt versuchen sie die Waffe zu umgehen, indem sie sich durch die Einfahrt buddeln? Das ist ein Klärchen. Da ist noch einer. Irgendwo höre ich noch einen. Da. About you, du. So kriegen wir jetzt schlechtes Wetter. Also wie weit sind die hier runter?
Also sie ist auf jeden Fall nicht angekommen unten, aber trotzdem, das... Tut mir leid, aber das kann ich so nicht lassen. Das geht nicht. Also meine Tastatur hat auch manchmal einen Knall. Ich drücke die Leertaste zum Springen. Was macht meine Tastatur den Chat auf? Och, Droni, das ist jetzt nicht dein Ernst, Mensch. Kannst du nicht einmal draußen stehen bleiben? Nimm mal mit hier, wir sammeln dich jetzt ein. You know where I'll be, if you need me. So, dorthin, dorthin, da noch hin. Da ist nix, alles klärchen. Hier ist auch, okay. Was haben die denn hier rumrandaliert? Okay. So, auf jeden Fall fehlt da noch. Ja gut, das sieht jetzt nicht gerade schön aus, aber wie gesagt, die Einfahrt kommt sowieso noch neu. Nee, nee, nee. Ja, jetzt wissen Sie keinen anderen Weg mal nach unten, jetzt versuchen Sie es hier durch, ne? Aber das kriegen wir schon alles hin. So, das hier hatten wir auf jeden Fall, den gehen wir jetzt ans Anmalen. Ah, das stört mich, meine Mutter. Wir machen es jetzt anders. Droni, ich werde dich jetzt wieder auspacken. Dann werde ich dich wieder einpacken, damit ich dieses Medizingedöns aus dem Inventar kriege. So, irgendwas noch mit Medizin uns decken? Nee, ne? Nein. Aber, Droni, ich werde... Du bleibst hier. So, so kann man ja auch nicht arbeiten. Wir schnappen uns jetzt die Pinsel. Kümmern uns hier einmal um die Sogel. Kann man die da unten nicht extra machen? War hier nicht auch schon Sockel? Ne, der muss ich noch austauschen. Okay, einen Moment. Ich will den Sockel in der extra Farbe haben, damit er auch auffällt. Also unten die Fußleiste da. Den muss ich noch einmal austauschen. Aber das haben wir auch sofort. Schön, schön. So, den kopiere hier noch einmal die Stellung. Dankeschön. Und hier so. Und setz hin, genau. Ne, ich wollte den Inventar aufmachen. Genau, genau. Wie würde es denn aussehen? Wenn ich... Das müsste etwas auffälliger sein. Scheunholz wird wahrscheinlich nicht aussehen. Aber ich will nur mal gucken, ob es überhaupt geht. Ja, das würde gehen. Ich meine, das sieht natürlich nicht aus in der Farbe. War ja jetzt auch nur ein Test. Vielleicht in Weiß. Also ich will schon, dass es ein bisschen auffällt, aber nicht zu sehr. Nee, das... Oben wird es vielleicht passen. Unten sieht es ein bisschen komisch aus. Ja, was nehmen wir denn da so Schönes? Ich meine, das muss ja auch nicht um den Holz da unten sein, ne? Oben wäre Holz eigentlich ganz schön, unten... Schwarzer Granit wäre wahrscheinlich zu prollohaft, aber mal gucken. Oh, hat aber was. Hat was. Wie würde es denn aussehen, wenn wir es hier oben auch machen würden? Ja, so wird es ein bisschen luxuriöser, ne? Ach, ich sehe gerade, hier soll natürlich keine Leiste hin. Hier, warte mal, mein Fehler. Hier muss zwar einer mit Leiste hin, aber nur unten. Ich sag ja, was man hier nicht alles beachten musste. So, aber warte mal, ich glaube, den können wir kopieren. Nicht den hier. Sondern die müssen wir hier ja noch stehen haben. Nicht. Ne, okay. Ich dachte, den hätten wir noch irgendwo stehen. Hier brauche ich natürlich denjenigen, der nur unten ist. Haben wir ihn hier vielleicht mit Zwischen? Nein. Den gucken wir mal kurz bei Zielleuchten. Der ist ja oben unten. Der ist oben und unten. Drei Seiten. Ich brauche den mit einer Seite, mein Freund. Ist der, ne? Sockelleiste. Ja. Der müsste hier quasi so hin. Jo. Damit ist einigermaßen vernünftig aussieht. Dann können wir den nämlich so anmalen. Kopiere auch mal die Farbe, mein Freund. Zack. Ja.
Das kommt ja eh noch weiter runter, das geht hier ja später noch weiter. Ja, aber so sieht's gut aus. Und das hier müsste denn sowieso letztendlich hier in der Hausfarbe. Der Sockel soll ja nur unten. So, den muss ich auch einmal. Der sieht hier zumindest etwas hübsch aus. Hier wäre es genau das Gleiche. Das würde definitiv auch. Und ich bin gerade noch am Überlegen, weil man sieht ja so ein bisschen Hauswand. Also entweder lassen wir das so, was aber auch gut aussehen könnte. Wenn ich diese schwarze Leiste, die ich hier gleich mache, da auch hätte. Müsste man ausprobieren, wurde mal. Kopier mal. Kann ich das überhaupt anmachen? Wenn nicht, das fehlt. Ne, den kriegst du so gar nicht zu fassen. Okay. Na, ich glaube, das könnte aber auch noch was aussehen. Okay. Ist einmal die Büse, aber die Felder müssen noch einmal wieder raus. So ist das heute, wenn man es versucht, schön zu machen. Mehrmals umbauen. Gut. Lässt sich nicht verhindern. Aber diesmal gehen sie nicht kaputt, wir behalten sie. So, erstens malen wir jetzt erstmal die hier an. Die Sockelleiste haben wir aber auch nur vorne, ne? Sehe ich gerade. Aber gut, das ist nicht schlimm. Hier ist ja nicht das Feld vor. Ich müsste die Seite bloß einfach mit anmalen. So. Schön, schön. Unten ist jetzt egal. So, und hier müsste ich das genauso machen, weil man die obere Kante hier quasi sieht. Und wenn wir denn jetzt gleich die Felder wieder reinstellen, wird es, glaube ich, gar nicht so schlecht aussehen. Einmal mal gucken. So, dann hauen wir mal rein. Ah, guck mal, haben wir da nämlich auch die Leiste. Sieht das so aus, als wenn sie hier so richtig eingelassen sind. Ja, so gefällt es mir schon deutlich besser. Und hier werden wir dann natürlich auch ganz selbstverständlich unten die Leiste, aber nur unten. Und den Rest in der normalen Sockelfarbe anmalen. So, das könnte man, na der nicht, hier natürlich so weiterführen. Ich weiß auch noch nicht, ob ich die ganze Treppe wirklich so machen werde. Ich glaube, ich werde es eher in Hausfarbe machen. Hier müssen wir eh noch austauschen. Aber könnte auch gut aussehen. Gut. Den mol das hier mal so an. Ja. Das hat schon was. Das hätte in der Tat schon was. Irgendwie sieht das schon cool aus. Und dann können wir die auch benutzen. Hier bin ich am Überlegen, ob ich das nicht gegen die austausche, damit hier oben die Leiste weitergeht. Aber eigentlich soll das nicht. Weil das soll nämlich so aussehen, dass ich sie abschließe. Aber unten die Leiste, das ist schon richtig. Hier müsste ich bloß schlicht und einfach einmal. Müsste ich auch mal hier die Stellung kopieren. Das ist aber nicht die richtige Stellung. Das ist gar nicht der richtige Block, ne? So. Stellung. Den raus und den raus. Ah. Man sollte natürlich auch die richtigen nehmen. Den wollte ich. So, nochmal. Block kopieren, Stellung kopieren. So. Damit das hier so weitergeht. Allerdings. Ja, zum Glück richtig. Um Treppen geht es natürlich nicht, muss aber auch nicht. Bin ich am Überlegen. Ob ich nur hier unten dies streichen soll. Also nur hier lang. Kopiere auch mal die Farbe. Gut, geht rum. Sehr schön. Dann brauchen wir noch einmal den. Und oben die gleiche Farbe wie bei der Hauswand nehmen. Könnte aber allerdings etwas blöd aussehen. Könnte man sich ja mal angucken. Oder? Wozu schlecht sieht es auch nicht aus, ne?
um so einen extra schönen Sockel rum. Oh, warte mal. Das hier ist ja sowieso, ne? Da oben müsste natürlich noch alles anders gemalt werden. Müsste man sich angucken. So. Den müsste man definitiv auch so machen. Na, so schlecht sieht das gar nicht aus. Vor allem das Beat hier gefällt mir gut. Den müsste ich aber rein theoretisch das auch so anmalen. Weil die Treppe muss sowieso noch ordentlich. Und hier, gut, das sieht dann ein bisschen blöd aus. Müsste ich mal gucken, wie das aussehen würde, wenn ich das wie die Beete mache, damit das alles thematisch zusammenpasst. So. Das passt hier oben ganz gut. Aber das müsste ich rein theoretisch hier dann auch machen und das sieht dann an den Seiten doof aus, ne? Aber es gibt halt auch nicht die schrägen Mitzieherleiste, oder? Da müsste ich jetzt mal gucken. Das probieren wir erstmal mit Holzblöcken. So, Zierleisten, Zierleisten, Zierleisten. Die haben wir doch. Ich suche die Zierleisten. Danke. Gucken, ob es Schrägen gibt mit Zierleisten. Das weiß ich nämlich gar nicht. Na, wenn es schon Gewölbe mit Zierleisten gibt, wird es auch Schrägen mit Zierleisten. Aber das, ja, aber das sind nicht die, die ich brauche. Oben drauf. Nicht an der Säule, sondern oben drauf. Oh, wenn man nur schräge eingiebe. Das ist alles nur an der Seite. Na gut, man sieht das manchmal ein bisschen schlecht an den Bildern. Vielleicht täusche ich mich da auch. Nee, nee, das ist auch nur an der Seite. Das ist es definitiv nicht. Jo, danke. Nur oben drauf. Gibt's hier gar nicht, ne? Das ist alles nur an der Seite, ne? Sieht man hier immer nur so einen Seitenstreifen. Die komplette obere Seite. Mö. Das ist schon die. Und ich meine, das ist zwar so eine, wie wir hier sitzen haben, ja. Aber das wäre nur die Seite, nicht obendrauf. Und ich glaube, das wäre auch ein bisschen breit, ne? Naja. Das wäre ein bisschen sehr breit. Okay. Ich mal wieder rausnehmen. Bei ganzen Blöcken gibt's die halt, ne? Das ist bei den Schrägen nicht. Hier. Ja gut, das kommt, weil die als Thekenboden zählen, die ich hier gesetzt habe. Und das gibt's natürlich nicht als Schräge. Okay, das ist ein bisschen sordi, aber können wir nicht ändern. Da bin ich mal überlegen. Ich meine, das sieht wirklich in der Tat ein bisschen doof aus. Trink erstmal. Aber da fällt mir schon noch was ein. Man könnte natürlich... Ich kann ja mal gucken, wie es aussieht. Ansonsten kann ich das Ganze hier oben ja auch ein bisschen breiter machen. Ich hau mal die eine Schräge hier raus. Ja, tut mir leid, aber ich kann das so nicht lassen. Da kommt jetzt wirklich der innere Monk durch. Das geht nicht. So, wenn ich den so hinsetzen würde. Ich meine, klar, dann müsste ich die auch austauschen gegen so eine Breite. Aber dann könnte das was aussehen. Das hier kann man ja normal in Steinfarbe anmalen. Und das kann man ja in diesen... Und obendrauf halt auch. Das Problem ist, wir haben den hier innen drin nicht. Und doppelt gibt's die nicht, ne? Wir haben jetzt den, wir haben den nochmal für die andere Seite, aber doppelt für beide Seiten? Nee, ne? Sehe ich zumindest nicht, wenn ich ganz ehrlich bin. Nee, haben wir auch nicht. Schräge ein Viertel links, ja, ja, aber... Ne, links, rechts, das gibt es so nicht. Definitiv nicht. Nicht doppelseitig. Ah, noch so ein bisschen Nachholbedarf. Hm?
Ne, der hat auch nur an der Seite. Würde gerade sagen, hierauf, mein Freund, hierauf. Okay, dann ist jetzt nur die Frage. Lassen wir das so, damit es von außen gut aussieht? Außen? Wir können den ja austauschen. Oder machen wir es nach innen? Tja. Ich glaube, ich werde es außen lassen. Ich muss mal trotzdem was gucken. Wir brauchen ja trotzdem noch den Schmollen hier. Den da, ne? Der ist es, ne? Aber wieso steht der jetzt hier nicht über? Also sieht es wieder nicht aus. Oh, warte mal, das ist gar nicht so einfach. Wir hatten... Welchen hatten wir hier? Den hatten wir. Dann bräuchten wir den, ne? Ja. Den bräuchten wir. So, dann hau den hier auch noch einmal kurz raus. Was alles so zusammenpasst, ist gar nicht so einfach, aber... Kriegen wir schon alles hin. So. Und dann hätten wir hier wieder das Problem, ne? Aber eins nach dem anderen. Da müsste ich dann auch nochmal so einen Block so einen dazwischen setzen. Der würde hier wahrscheinlich auch passen. Und so einer müsste dann auch da oben hin, damit es hier passt. Ich muss einmal kurz die Bergbaulaterne einsammeln, sonst geht sie mir gleich kaputt. So, der muss hier auch mal die oberste Schicht ab. Das soll ja ordentlich aussehen. Ich hätte gern diese Thekendinger auch schräg gehabt, aber gibt es leider nicht. Aber ich hört, man nimmt eben das, was man zur Verfügung hat. Versucht das trotzdem irgendwie zurecht zu deichseln. So, es ist sehr schön. Ne, den da. Dann nimm auch mal den Block, mein Freund. Kopier ihn auch mal. Dreh ihn auch mal. Richtig, wenn es geht. Ne, andersrum. So rum. Das müsste noch so. Und wenn das dann angemalt ist. Gut, von innen sieht man es denn nicht. Das wird dann ganz normal von außen. Es ist breiter, als ich es gerne hätte. Und hier müsste ich dann nochmal gucken, wenn der denn richtig gedreht wäre. Ob das hier zusammenpasst. Das war doch schon richtig. Na, nicht ganz, ne? Nicht ganz. Das Ding ist ein bisschen breiter. Nicht ganz. Guck mal, wenn ich den mich jetzt raushauen würde. Hm. So. Den bräuchte ich aber gut um die Hälfte des Blocks, damit es gut aussieht. Haben wir aber einen richtig dicken, fetten Pfosten. Hier, gibt's sowas überhaupt? Nehmen wir schräge raus. Dann gucken wir nochmal kurz bei Zielleisten. Ja, so auf jeden Fall nett. Das wäre mittig. Das ist aber auch alles zu schmal. Kreuzegge. Ja, die guten Ecken, die kennen wir noch aus einfach 20. Das ist ein Viertel. Wir bräuchten eine halbe Zierleiste. Halbe Zierleiste. Ja, aber das ist nur ein halber Block. Wir bräuchten einen ganzen von. Das ist wieder Viertel. Ich glaube, ich habe Uschi gehört. Yo, warte. Uschi stört uns. Uschi. Ja. Bitte. Du wolltest doch wohl nicht wieder buddeln, oder? Du bist zumindest noch drin. Hast du Freunde mitgebracht, Uschi? Ich sehe zumindest keinen. Okay. Den nochmal. Wie gesagt, wir bräuchten halbe Zierleiste auf ganzem Block. Wenn es denn das gibt. Ich hoffe es. Aber wenn es keine halbe Zierleiste auf halbem Block gibt, den... Ne, es ist Viertel auf halbem Block, so.
trotzdem, wäre schon sehr phänomenal, auch wenn das wahrscheinlich sehr klobig aussehen würde. Ich will es ja nur ausprobieren, wie es aussehen würde. Sierra ist eine Spalte. Okay. Aber Spalte könnte ja auch passen. Ja, müssen wir mal gucken, wenn man das richtig dreht. So ist nicht richtig. So auch nicht. Nee. Geht nicht. Wäre zwar halber Block. Wird wahrscheinlich mit dem oben perfekt zusammenpassen. Ja, passt auch mit der Schräge perfekt zusammen. Aber dann haben wir hier das Problem. Ist also nicht perfekt. Chi. Wäre auch zu schön gewesen. Das ist wieder Viertelzierleiste. Viertelzierleuste. Viertelzierleuste. Halbe Zierleuste gibt's nicht, ne? Ist zumindest nicht so. Ich muss mich doch mal ein bisschen genauer beschäftigen. Wir benutzen das Gedöns hier viel zu selten. Sag ich ganz ehrlich. Gut, hier haben wir jetzt noch das andere. Würfel nördliche Ausrichtung. Sockelleiste. Sockel. Das ganze Problem hätten wir nicht, wenn Sockelleisten in Schrägen geben würden. Nee, hier muss ich mir was anderes einfallen lassen. Das gibt es so nicht. Sag, ich hätte die Sockelleiste gerne auch über den Schrägen gehabt. Ich kann ja einfach mal Sockelleiste eingeben und gucken, was es da alles gibt. So, Sockelleiste, Deckenleiste. Das sieht schon sehr merkwürdig aus. Rampe, Sockelleiste. Aber ist nur auf einer Seite, ne, oder? Ja. Gibt's die doch? Was ich falsch geguckt habe? Die wird doch beseitigt, ne? Oh. Aber gut, aber das sind ja nicht die Rampen, die ich hier brauche. Mal gesehen davon. Müsste man ja einmal trotzdem einmal gucken. Einmal richtig drehen. Nee, ich bräuchte ja, dass an der Seite die Sockelleiste ist. Das ist viel zu groß. Das ist definitiv viel zu groß. Ich muss hier wirklich durchgucken. Es gibt ja hier so viele Blöcke. Nee, das ist definitiv auch nicht der richtige. So, dann ist das wahrscheinlich das gleiche. Sockelleiste drei Seiten. Sockelleiste Deckenleiste. Das ist bloß doppelseitig. Neigung. Nee, das ist so ein Ding. Neigung Sockelleiste. Neigung. Rampe, Neigung, Sockelleiste, Fülle. Achso, das ist nur für die Ecke. Nee, gibt es nicht so, wie ich es gerne hätte. Okay. Wie gesagt, das ist zwar Rampe, gibt es auch doppelseitig, aber da haben wir es halt nur an den Seiten, das bringt uns ja nichts. Ich brauche ja nur, dass wegen hier oben so eine kleine Kante ist. Das kriegen wir so nicht hin. Und so sieht es mir halt sehr, sehr klobig aus. Ich glaube, dann werde ich wohl hier nur normal bauen. Also ich werde komplett die Sockelleiste hier wegnehmen. So, kopieren wir einmal den schwere Geburt hier. Der müsste so hin. Der ist schon zu viel, wurde mal. Hier sitzt er auch nur so, oder? Oder habe ich da eine ganze Rampe zwischen? Gut, der ist ja auch richtig. Wir bräuchten eins nach dem anderen. Aber wenn man der müsste definitiv dort wieder hin. Also ist richtig. Weil das sieht hier niedriger aus. Hier ist ein ganzer und ein halber. Da auch. Ganzer und ganzer.
Mal abgesehen davon, dass es so besser aussieht, aber... Ah. Ah. Du hast eins zu früh gesetzt. So, Wodemar, Dean. Muss das alles einmal nach hinten. Mein Fehler. Kommt hier mal vor. So, dann brauchen wir den nochmal. Den muss den hier hin. Jo. Den brauchen wir den nochmal. Den muss hier wieder hier hin. Nö. Jetzt macht er mich hier, Kiri. Jetzt macht er mich hier, ich kehre. Ich glaube, ich habe einen Block zu viel weggenommen. Kann das sein? Ja, so ist richtig. Und hier müsste nicht schlicht und einfach ein ganzer zwischen. So. Schön, schön. Und hier oben machen wir dann einfach ganz normal, ohne Sockelleiste, auch wenn ich gerne gehabt hätte, den komplett zu, weil sonst sieht es doof aus. Sonst sieht es wirklich doof aus. Ja, aber ich will überlegen, hier noch eine Leiste lang zu ziehen. Das könnte vielleicht ganz gut aussehen. Aber sicher bin ich mir dann nicht. Man muss ja halt auch mal ein bisschen experimentieren, ne? So. Den molen wir das jetzt auch einmal kurz an, um zu googeln, wie es aussieht. Einmal in der schönen Farbe hier. So, unten haben wir... Ne, ich glaube, ich lasse das so. Dann haben wir so einen schönen Übergang. Sonst müsste ich das mich rundherum ums Haus machen, was dann, glaube ich, wieder too much wäre. Aber so ist, glaube ich, ganz okay. Dann lassen wir es so, auch wenn es nicht schön ist. Geht leider nicht anders. Hier noch einmal anmalen. So, es ist zumindest besser als nix. Ja, ja. Die Beete haben wir ordentlich. Die Fenster müssen wir noch machen. Da müssen wir uns auch mal drum kümmern demnächst. Allgemein haben wir hier noch viel, viel zu tun, wenn wir es schön haben wollen. Das Ganze ist ja bis jetzt noch wirklich reine Baustelle. Aber dass man das Sockelleiste, könnt ihr ja mal zuschreiben, was ihr davon haltet. Finde ich eigentlich ganz hübsch. Sag ich ganz ehrlich. So, der steht hier drauf. Den machen wir wieder drauf. Wir müssen natürlich auch die Seite machen. Die Treppe muss noch ordentlich. Ich will nicht diese alte Schmoddertreppe hier haben. Aber das kriegen wir schon alles hin. Gut, dann sind wir vor dir jetzt erstmal am Ende. Ich habe wohl wieder... Oh gut, das wird mittlerweile zur Gewohnheit. Die Zeug vergessen, weil ich mich hier so extrem drauf konzentriere. Oh, das sieht echt doof aussieht, der Übergang. Gucken wir mal das ganze Haus rum. Na, müssen wir gucken, ob wir es machen oder nicht machen. Also, wir jetzt mal anfangen mit dem Bau, vergesst ihr die Zeit. Und schön, dass ihr dabei wart. Bis morgen. Tschüssi.